Ja, neben mir ist jetzt der Christian, du bist zuständig für die Freizeitgestaltung der Häftlinge, wo unter anderem eben heute dieses Spiel stattfindet gegen Sturm. Ja. Wie kam es vielleicht zu der Idee? Ja, das findet bei uns jährlich statt als Abschluss der Fußballsaison. Wir in der Kalau spielen ja mit den Insassen jährlich eine Meisterschaft und einen Cup-Bewerb aus. Und diese Promis von Sturm Graz, diese prominenten Fußballer, wählen uns jedes Jahr als Saisonabschluss sozusagen. Eine normale Meisterschaft mit 8 Mannschaften und wir spielen dann einen Cup und einen Supercup. Bibliothek ist zurzeit natürlich die beste. Wir haben anscheinend die meisten Möglichkeiten, dass man den Kickern was bieten kann. Und wir suchen sich natürlich die besten Kicker aus und gewinnen Meisterschaft, Supercup, Cup. Sozusagen der Meister darf gegen Sturm Graz dann spielen aus Zuckern. Genau, nicht nur der Meister, es ist eine Auswahl, ein All-Star-Team. Heute deinen berüchtigten Stil, deinen schmutzigen Stil nicht angewandt, doch ein bisschen Respekt vom Gegner? Nein, aber wenn es enger wäre, dann muss ich halt in die Trickkiste greifen und so kann ich mir das nicht sparen. Der gefürchtete Feldhofer L-Punkt-Check heute noch nicht gesehen. Ja, vielleicht kommt es noch, aber heute wahrscheinlich nicht. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil von so einem Tennisalltag, weil es eben die Möglichkeit bietet, Frustrationen abzubauen, weil es Ablenkung bietet vom Tennisalltag, ja, und weil es natürlich auch im Hinblick auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Vorbereitung auf die Entlassung ist. Ja, 7:2 endet hier das Spiel zwischen SK Buntigammer Sturm und der Kalau-Auswahl. Jedoch hat die Kalau-Auswahl fürs kommende Jahr Revanche gefordert und mit der Unterstützung eines gewichtigen Präsidenten, der bereit ist, hier Millionen hineinzubuttern.